Good morning. Forgive me, I still have not learned German. Ich habe immer noch kein Deutsch gelernt. But I'm very happy to be here. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. I never thought I'd be back one more time. Ich dachte nicht, dass ich noch mal hierher komme. So I can't say so much since we got to say it twice. Ich kann nicht so viel sagen, weil wir es zweimal sagen müssen. And I honestly at this moment I don't know what I should talk about. Ich habe eh keine Ahnung, was ich sagen soll. But I don't want to waste your time either. Ich möchte aber auch eure Zeit natürlich nicht missbrauchen. Did you tell him why I'm over here at all the cruise? Ja. In Busendorf. Did you tell him Busendorf? You might not know this, Michael. Our ancestors are from Brest Village. Yeah. Okay, well, so most of you have either made the rites. Viele von euch haben entweder die Rituale schon gemacht, also die Initiation. Or you're interested in male spirituality somehow. Oder ihr interessiert euch irgendwie für männliche Spiritualität. And that you're interested enough to take off work on Monday is very impressive. Thank you. Sehr eindrucksvoll, dass ihr so interessiert seid, dass ihr am Montag nicht auf die Arbeit geht. And even to have it in a Franciscan room. Und in einem franziskanischen Raum, Kloster. These were the kind of halls we used to eat in on these big long tables just like this. In diesen langen Tischen, die hier auch normalerweise stehen, in der Mitte haben wir auch als Franziskaner immer gegessen. Das war unser, ja, unser Speisesaal. Austria is so Catholic. Österreich ist so katholisch. Well, how should I start? I'll talk a little bit and then we'll leave plenty of time for questions. Okay. Also ich werde ein bisschen was sagen und dann gibt es genug Zeit für Rückfragen. You know, one thing Catholics don't know very much about is scripture. Etwas, was Katholiken wissen nicht viel über die Heilige Schrift. We had to learn that from the good Lutherans. Das haben sie von den guten Lutheranern gelernt. You know, the Bible begins Genesis 1. Die Bibel fängt Genesis 1, 1. Mose 1 an. Saying four times in a row, it was good, it was good, it was good, it was good. It was very good. Viermal, es war gut, es war gut, es war gut, es war gut, es war sehr gut. But then there's Genesis 3. Aber dann kommt Genesis 3, 1. Mose 3. That talks about a problem. Das redet über ein Problem. And it's a rather artificial problem. Ein ziemlich künstliches Problem. To imagine the God of the whole universe would get upset because someone ate an apple. Es ist etwas komisch, dass der Herr des ganzen Universums sich aufregt darüber, dass jemand einen Apfel isst. That should tell us right there it's a story. Das ist eine Geschichte. But the human psyche and especially the male is attracted to solving problems. Aber die menschliche Psyche, insbesondere die männliche Psyche, ist sehr davon beeinflusst oder beeindruckt, möchte gerne Probleme lösen. We actually like problems. It gives wir us lieben a job Probleme, to do. Dann haben wir eine Aufgabe. And so the clergy needed a job to do. Und die, natürlich die Kleriker brauchten auch eine Aufgabe. And so instead of beginning with Genesis 1, we began with Genesis 3. Also anstatt mit Genesis 1 anzufangen, haben wir mit Genesis 3 angefangen, mit dem Problem. Instead of primarily saying it's all good, trust it. Instead, it's not good, don't trust it. Anstatt zu sagen, es ist alles wunderbar, vertraut doch der Wirklichkeit, haben wir gesagt, nein, es ist nicht gut, habt kein Vertrauen. I am convinced, and I don't say this lightly, that we are still in early stage Christianity. Early. Ich bin überzeugt, dass wir immer noch in den Frühphasen des Christentums stecken. Even baby Christianity, we just began to get the point. Ich glaube, wir sind Babychristen. Wir haben erst angefangen zu ahnen, was die Pointe ist. And God must be very patient to put up with all this silliness we waste his time on. Gott muss sehr geduldig sein, dass er geduldet hat mit diesem ganzen Quatsch, mit dem wir ihn sozusagen seine Zeit verschwenden, vergeuden.
Am I still hard to translate? No, no. No, no. No, no. He's my best translator. The people say he sounds better in my German books than in the English books. Well, I try to improve you a bit. I improve my English. You know, I recently heard a statistic in the United States that 83% of people who are raised Catholic in our country, the Protestants are just about as bad. Ich habe eine Statistik gelesen, 83% der Menschen in unserem Land, die katholisch aufgewachsen sind, bei den Protestanten ist es wahrscheinlich ähnlich. Have nothing to do with Christianity after the age of 23. Haben, nachdem sie 23 sind, mit Christentum nichts mehr am Hut. I can't believe these are all bad people or selfish people or faithless people. Ich glaube nicht, dass das alles böse Menschen sind oder egoistische Leute. It's not that they fight Christianity like we did during the Reformation. Also sie bekämpfen nicht das Christentum oder sie kämpfen nicht miteinander wie in der Reformationszeit. They just quietly walk away. It's not interesting. Sie laufen einfach still davon, es ist einfach nicht interessant. But I don't think we made it very interesting. Sie haben es auch nicht sehr interessant gemacht. Because it wasn't talking about the soul. Wir haben nicht über die Seele gesprochen. What we tried to do in our men's work was talk about the soul and in particular the male soul. In unserer Männerarbeit haben wir angefangen, wieder über die Seele zu sprechen und vor allem über die Männerseele. After you're on the journey a few years, there isn't a lot of difference between male and female spirituality. Wenn man einige Jahre unterwegs ist, es gibt keine so großen Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Spiritualität. But we start differently. We men are attracted to different symbols, different stories, different energies. Aber wir fangen unterschiedlich an. Wir Männer uns ziehen andere Symbole, andere Energien, andere Inhalte an. And so that's what we try to do in our early men's work was, what are the stories that open the heart space for the male and open the mind space? In der frühen Männerarbeit haben wir die Frage gestellt, was sind eigentlich die Geschichten, die das Herz und auch den Verstand von Männern öffnen? I think the foundational religious impulse, you still use that word impulse. We use the word impulse very different than you do. Also der fundamentale religiöse Impuls. Is you've got to have one moment. I talk about this in that new book. Did I bring it? Where is it? Just this. Ganz da auf Deutsch. Auch gerade heute erschienen. Könnt ihr nachher kaufen. Auf Deutsch. This is the first chapter of this book, Just This. Im ersten Kapitel von diesem Buch, Just This. That you have to have one moment of awe. Man braucht im Leben einen Moment des Staunens. Staunen. Ja, komisches Wort. Awe. where you're fascinated by something bigger and more attractive than you are. Man muss von etwas fasziniert sein, was größer, more fascinating and more bigger. Ja, was größer als du selbst ist. And you can't create those moments. Man kann solche Momente nicht machen oder schaffen. You can't manufacture them. Man kann die nicht fabrizieren. They just happen. Sie ereignen sich einfach. And you have to be ready to recognize them. Und du musst nur bereit sein, sie zu erkennen. And to stay there. Und dabei zu bleiben. And to say, what does this mean? What's happening? Und zu sagen, was bedeutet das? Was passiert da gerade? Now, what we learned in our men's work is that men allowed this to happen mostly in nature. Was wir gelernt haben bei der Männerarbeit, Männer lassen das am ehesten zu in der Natur. And we were all raised like you in buildings like this. Wir sind aber alle in so Gebäuden wie diesem hier religiös sozialisiert worden. They're lovely, but they're terrible too. Die sind wunderschön, aber sie sind auch schrecklich irgendwie. Because they're built human scale with human building materials, not which
They're not bad. Sie sind nicht schlecht, aber sie sind auf einer menschlichen Skala mit menschlichen Materialien errichtet worden. And so we tend after a while not to imagine outside of human scale. Und irgendwann tendieren wir dazu, dass wir gar keine Fantasie mehr haben, die die menschliche Skala überschreitet. I started studying everything I could read on male initiation in 1991. 1991 habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte über Männer, über männliche Initiation. And for the next 5 years, I read everything cross-culturally that I could. In den nächsten 5 Jahren habe ich alles gelesen über die Kulturgrenzen hinweg, was ich in die Finger kriegen konnte. And one of the few universal patterns was the male was always drawn to that moment of awe in nature. Also eine der Muster, die in allen Kulturen vorkam, ist, dass Männer durch die Natur und in der Natur zu diesem Staunen hingezogen worden sind. Moses himself is on the run as a murderer. Moses selbst ist auf der Flucht als Mörder. He's not a classic saint by any definition. Kein klassischer Heiliger durch nach irgendeiner Definition. And then an ordinary physical thing, a bush, begins to burn, and yet it is not consumed. Und dann passiert was ganz Seltsames. Ein normales Ding, ein Busch, beginnt zu brennen, aber verzehrt sich nicht. Das Feuer verzehrt diesen Busch nicht. And he hears that he should take off his shoes and touch the earth. Und er hört, dass er die Schuhe ausziehen sollen und den Boden berühren. That the very ground has become sacred. Dass dieser Grund, dieser Boden heilig geworden ist. See, what religion told most of us is that God was a being. Die Religion hat den meisten von uns erzählt, dass Gott ein Wesen ist. And this being was pretty much separate from all of this. Also, und dieses Wesen ist ziemlich weit entfernt von all dem hier, wo wir sind. What Moses was discovering is that God is being itself. Mose hat entdeckt, dass Gott das Sein selbst ist. Was Tillich a German? Ja. Ja, Tillich. Okay, I'll quote Tillich. Went to America. Before he went to America. Yeah, that's right. Paul Tillich, of course, called God the ground of being. Paul Tillich hat Gott den Grund, den Daseinsgrund genannt. That's a very different notion of God. Das ist eine ganz andere Auffassung von Gott. And if you were raised like most of us were raised, you're going to have to take off your head, shake it and put it back on. Okay? Also, wenn man so aufgewachsen ist, dann muss man seinen Kopf sozusagen mal abnehmen, ziemlich schütteln, dann kann man wieder aufsetzen. Because not only do you think of God as a being, a separate being, dass man Gott nicht mehr nur als ein Wesen oder als gar als ein separiertes, als ein isoliertes Wesen versteht oder ansieht. Most of our stories give us the impression he's upset most of the time. Dann kommt er noch dazu, dass die meisten unserer Geschichten uns den Eindruck vermitteln, dass Gott in der Regel ziemlich sauer ist. You know, if God's pissed off, do you say pissed ja, off? Ja, ja. You got that. Ja, ja, wir müssen es gar nicht übersetzen. Wenn Gott angepisst ist. If God is pissed off most of the time, it's not a safe universe. Dann leben wir in keinem sicheren Universum. Why would anybody want to be with God? Warum sollte irgendjemand was mit Gott zu tun haben wollen? And that's particularly true of men. Vor allem Männer nicht. They run away from religion. Die rennen davon von der sogenannten Religion. So not only is this God separate and pissed off. Dieser Gott ist nicht nur separat und angepisst. And this will tie into our work. He's usually pictured as a man. Und er wird zusätzlich meistens als Mann dargestellt. Now I hope you like being a man. I like being a man. Ich hoffe, ihr seid gerne Männer. Ich bin gerne ein Mann. But God is beyond gender. Aber Gott ist jenseits von Gender. And all of our problems with gender. Diese ganzen Gender-Themen. Which seem endless. You know, endlos. Is because we define God as just one gender. Weil wir Gott einfach als ein Geschlecht
definiert haben. So any mixing of the genders is very confusing. Deswegen ist es sehr verwirrend, wenn irgendwelche Geschlechtsvermischungen vorkommen. Now this is called dualistic thinking. Das ist dualistisches Denken. That is the normal way Western people think. So denken Menschen des Westens in der Regel. Like God, the world, male, female. Gott, die Welt, männlich, weiblich. Catholic, Protestant. Catholic, just on and on. To in America, it's Republican, Democrat. In Amerika Republikaner und Demokraten. And you think if you join one team, you're smart. Und man glaubt, wenn man dem einen Team beitritt, dann ist man schlau. You've got to know. That's the way your minds work. So funktionieren unser Kopf. You divide everything into two. They compete with one another, which makes us love competition like the World Cup and so forth. Man macht aus allen Dingen zwei. Man teilt sie, dann kann man miteinander in Konkurrenzkampf gehen und miteinander kämpfen. Deswegen lieben wir solche Gewinner- und Verliererspiele wie die Fußball-Weltmeisterschaft. We like to frame reality in a either-or competitive way. Wir lieben es, die Wirklichkeit in einem Entweder-oder, auf eine Entweder-oder-Weise, in dieser konkurrierenden Weise zu definieren. I want to say as strongly as I can, this will never make you wise. Never. So stark ich das auch sagen kann, das jedenfalls wird dich niemals zu einem weisen Menschen und Mann machen. So you need that burning bush moment where it's beyond either or. Du brauchst diesen Moment des brennenden Dornbuschs, wo es jenseits von entweder oder ist. Where it just is what it is, what it is, and it's enough. Wo es einfach ist, was es ist, was es ist, und das reicht. This is now our fancy word for that is contemplation. Unser etwas abgehobenes Wort dafür heißt Kontemplation. Where you see things in their wholeness. Wo man Dinge im Ganzen sieht. And at this point in history, it takes practice to learn how to go back to this garden, and it is a garden. Und in dieser Zeit der Geschichte muss man tatsächlich einüben, in diesen Garten zurückzukehren. Es ist wirklich ein Garten. So at the heart of every initiation rite, nature experience, was also extended periods of silence. Deswegen gehört zur Initiationserfahrung in allen Kulturen neben der Natur auch ausgiebige Zeiten des Schweigens. You see, as long as you're talking like I'm doing now, the function of words is to distinguish this from that. Solange man redet, wie ich jetzt gerade, ist die Funktion der Wörter, dieses von jenem zu unterscheiden. And that's good for a certain kind of mental clarity. It's good. Für eine bestimmte Art von geistiger Klarheit ist es auch okay und gut. But the trouble is, when you pronounce the right word, you think you've understood it. Because you have the right word. Aber wenn du das richtige Wort aussprichst, glaubst du häufig, jetzt hättest du es verstanden, weil du das richtige Wort gefunden hast. There's three language groups in the world that are especially guilty of this. Es gibt drei Sprachgruppen in der Welt, die da besonders anfällig für sind und da besonders sich schuldig machen. English speakers, French speakers and German speakers. Englisch sprechende, Französisch sprechende und Deutsch sprechende. We create great philosophy and great engineering and great medicine and everything that's dualistic we do very well. Wir schaffen große Philosophien und Medizin und Wissenschaft, alles was dualistisch ist, das können wir sehr gut. And so we think this is the shape of reality. Und deswegen denken wir, das ist die Gestalt, die Endgestalt der Wirklichkeit. It makes you inherently argumentative. Und wir werden im Wesen dadurch argumentativ, streitsüchtig sogar. There's always something to pick a fight about. Man kann über alles einen Streit vom Zaun brechen. You're not right. Du hast nicht recht. And then I have to prove that I am right. Ich muss natürlich beweisen, dass ich Recht habe. This is a waste of time. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Because it keeps you trapped inside of your own ego. Weil es hält uns gefangen im eigenen Ego. It keeps you trapped inside of what we call your small self or your false self.
Das hält uns gefangen im kleinen Selbst oder im falschen Selbst. Religion really only has one job. Religion hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe. To help you to experience who you really are. Dir zu helfen, herauszufinden und zu erfahren, wer du wirklich bist. We call this the true self. Das nennen wir das wahre Selbst. Let me tell you something. You cannot create your true self. Du kannst dein wahres Selbst nicht erschaffen. You can't work up to it. Man kann sich das auch nicht erarbeiten. You can't earn it. Man kann es auch nicht verdienen. By going to church or going to mass. Indem man zur Kirche oder zur Messe geht. You know why? Because you already have it. Und zwar deswegen nicht, weil du es längst hast. You can't earn what you already have. Man kann nicht verdienen, was man schon hat. Now that's why we have to begin with Genesis 1. It was good from the beginning, foundational goodness. Deswegen müssen wir Genesis 1 anfangen. Es war von Anfang an gut, fundamentale Güte, gut sein. If you begin with Genesis 3 always looking for a problem, here's what happens, you never get beyond the problem. Wenn man bei Genesis 3 anfängt und immer das Problem sucht, wird man nie über das Problem hinauskommen. You can only see what you're told to look for. Man kann nur das sehen, was einem gesagt wird, wonach man schauen soll, was man suchen soll. And when you're told to look for sin, wenn man dir erzählt, du sollst die Sünde suchen, you're going to see it everywhere. Dann wird man sie überall finden. And you're going to be overwhelmed by your unworthiness. Und man wird überwältigt sein von der eigenen Wertlosigkeit. After a while, men in particular get so tired of being unworthy that they just leave the whole thing. Nach einer gewissen Zeit werden vor allem Männer so müde und haben das so satt, als wertlos erklärt zu werden oder unwürdig erklärt zu werden, dass sie einfach das ganze Ding aufgeben. Too many of us were already told by our fathers that we were not good enough. Viele von uns sind schon von ihren Vätern informiert worden, dass sie nicht gut genug sind. So when God the Father says the same thing, here we go again. Wenn Gott der Vater dasselbe sagt, dann geht das ganze Theater wieder los. I often feel, at least in America, this must be terrible to say this, but I think it's the smarter men who leave. In Amerika habe ich manchmal den Eindruck, und ich sage das natürlich mit Vorbehalt und auch nicht gerne, ich habe den Eindruck, es sind die klügeren, die schlaueren Männer, die gehen. Who are thinking about what does this all mean? Die Frage stellen, was bedeutet das alles? And they realize the message is not good news, it's bad news. Und sie merken, das ist keine gute Nachricht, sondern es ist schlechte Nachricht. So we hope somewhere along your life journey you had one moment of awe. Deswegen hoffen wir, dass ihr irgendwann auf eurer Lebensreise einen Moment dieses Staunens erlebt. This puts everything else in perspective. Dann wird dadurch alles andere in die rechte Perspektive gerückt. Especially yourself. Vor allem du selber. Now that's the years of work, and it is actually years of work after the moment of staunen, you're calling it? Yeah. I guess our English word stun comes from to be that's stunned. The same root, okay, Das dauert natürlich viele Jahre nach diesem Moment dieses Staunens. Our short English words always come from German. If they're short. Die kurzen englischen Wörter kommen immer vom Deutschen. But then we hear them over here and they're long. Aber hier sind sie lang. I don't know how that happened. Anyway. So you said you need years to what? Yes, you need years to basically to rewire this. Also du brauchst vor allem Jahre, um da oben sozusagen neu zu verdrahten, ja. Because you're all wired to think competitively and to think dualistically. Weil wir alle verdrahtet sind, dass wir konkurrierend und dualistisch denken. Which makes enjoyment almost impossible. Und dadurch wird Freude, Genuss fast unmöglich. Pure enjoyment. Also reine Genuss, reine Freude. Pure contentment. Reine Zufriedenheit. Where it's okay as it is. I don't need to change it. Ja, wo es
in Ordnung ist, was ist und wie es ist, und ich muss nichts verändern. I don't need to fix it or make it right. It is what it is. Ich muss es nicht reparieren, ich muss es nicht zurechtbiegen, es ist, was es ist. That's the only way you'll ever love anybody or anything. Das ist die einzige Möglichkeit, irgendjemanden oder irgendetwas zu lieben. I haven't been married, but they say the first 7 years of marriage you're trying to change your partner. Ich war ja nicht verheiratet. Maybe it's longer, I don't know. Man sagt, die ersten 7 Jahre der Ehe verbringt man damit, mit dem Versuch, den Partner zu verändern. Only when you get through that stage does love begin. Erst wenn man durch diese Phase hindurch ist, fängt die Liebe an. Where you stop trying to change one another. Wo man aufhört, mit dem Versuch, einander verändern zu wollen. Now, of course, that demands that you let go of your own agenda a little bit. Du musst natürlich deine eigene Agenda ein bisschen loslassen dabei. And that's hard for all of us. We all have our own control needs. Wir alle haben unsere eigenen spezifischen Kontrollbedürfnisse. But in general, this is the path of wisdom, and even more, the path of happiness. Das ist aber im Großen und Ganzen der Pfad der Weisheit und sogar noch mehr darüber hinaus der Pfad des Glücklichseins. But I can't expect you to believe that, nor should you, just because I said it. Who am I? Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ihr das glaubt, bloß weil ich sage. You pretty much have to learn that for yourself. Du musst es eigentlich selbst lernen. By many mistakes. Und zwar durch viele Fehler. You have to do it wrong many times. Man muss es so oft falsch machen. Before you learn what right is. Bevor du kapierst, was richtig ist. Is the book Falling Upward in German? Ja. What's it called in German? It's a stupid title in German. Stupid Reifes title. Leben, Mature Life. Oh, yeah. Terrible. I hate the title. Falling Upward is much better. But can you translate Falling Upward? Also, Falling That's Upward ist jetzt der englische Titel des Buches Reifes Leben, was es da hinten auch zu kaufen gibt. Die Verlage haben immer Angst vor witzigen Titeln. Das heißt auf Englisch Falling Upward, nach oben fallen, ein wunderbares Wort, ja, nach oben fallen. In Deutsch reifes Leben. Das reife Frucht fällt nach unten. You know? A mature fruit falls down. It's totally counterintuitive. Ja, das ist gegen jede Intuition. Now, if you don't mind me, I'm going to jump ahead and say that is basically what Christianity was teaching. It's not really a religious message; it's a life message. Ich springe ein bisschen nach vorne und sage, das ist eigentlich die Hauptlehre, die das Christentum in sich birgt, oder das der Hauptbotschaft des Christentums. We made it into the death and resurrection of Jesus. Aber wir haben ja draus Tod und Auferstehung Jesu gemacht. And we have many pictures of the crucifixion. Wir haben so viele Bilder vom Kruzifix. Did you ever notice we don't have many pictures of the resurrection? Ist euch jemals aufgefallen, dass es kaum Bilder von der Auferstehung gibt? We never got the resurrection very much. Mit der Auferstehung konnten wir nie viel anfangen. We didn't know how to go down, so of course we didn't know how to go up. Weil wir nicht wussten, wie man nach unten geht, wussten wir natürlich auch nicht, wie man hochkommt, wie man nach oben kommt. So if you've seen that diagram, is it in Wild Man to Wise Man, going down and then going up? Yeah. Also es gibt dieses Diagramm auch für die Lebensreise des Mannes, erst nach unten, dann nach oben. Here was what I learned. After reading all those books for 5 years, as the general assumption of why men need initiation. Als ich diese Bücher alle gelesen habe, 5 Jahre lang, kam ich zu dem Schluss, dass also die generelle Antwort auf die Frage, warum Männer Initiation brauchen. I'm just going to summarize it in one line. Unless men make journeys of powerlessness, they seem to always abuse power. Wenn Männer nicht die Reise in die Machtlosigkeit machen und durchleben, dann ist es fast sicher, dass sie Macht missbrauchen werden. They don't know how to handle power. Sie wissen nicht, wie man mit Macht umgeht. I mean, look at our politicians. Schau unsere Politiker an. Our country is run by idiots.
unser Land. Not only yours. Why would anybody trust them? Unser Land wird von Idioten regiert. Warum sollte jemand denen vertrauen? But see, when you yourself are obsessed with power, then you admire other people who have more power than you do, and you elect them. Wenn du selber obsessiv besessen von der Liebe zur Macht, dann wirst du Leute bewundern, die noch mehr Macht haben. Make America great again. Mach Amerika wieder groß. What does that mean? Was heißt denn das? It only appeals to the ego. Es hat nur das Ego spricht es an. And if your ego has not been initiated, wenn dein Ego nicht initiiert worden ist, you will believe lies, you will believe anything that appeals to your egocentricity. Wirst du Lügen glauben, wirst du alles glauben, was deinem Ego-System irgendwie schmeichelt und gefällt. So what culture after culture discovered is that the young male, we have the expression loose cannon, does that make any sense? No. A loose cannon. Also ein loses, a boat? No, a cannon is like a gun. A Kanone. Kanone. Ah, okay. A loose cannon. Ein junger Mann ist wie eine Kanonenkugel, die losgeschossen ist. Yeah, that the young male, he just needs to shoot. He's loose. He doesn't care where he shoots. He just needs to shoot. Er muss einfach schießen. Es ist ihm wurscht, wohin er schießt. Bitte? Ja, yeah. An insecure weapon. Yeah. Ja, eine nicht gesicherte Waffe. Danke. Okay. That the young male was a loose cannon, and he was dangerous to society. Und das ist für die Gesellschaft gefährlich natürlich. And if you didn't grow him up, he would become a stupid old man. Und wenn man ihn nicht wirklich, wenn er nicht zum Erwachsensein geführt wurde, dann war es am Ende ein alter Idiot. What year was that when Der Wildemann had come out and I spoke in Nuremberg? That was my first book in German, your first book, Der Wildemann. What year would that have been? 87, I think. 87, okay. You weren't born yet. Also Richards erstes Buch in Deutschland war Der Wildemann. Der Wildemann. Yeah. And I remember coming in Lorenzerkirche in Nuremberg. Yeah. Als ich in die Lorenzkirche in Nürnberg kam, and I didn't know anybody in German knew who I was in German. Keiner in Deutschland wusste, wer ich bin. Ich kannte auch niemanden. But you remember the church was filled from front to back. Ja, even the aisles were filled. Es waren viele Leute da. And die ganze Kirche war voll. And I had to climb through people to get up to the front of the church. Ich musste wirklich durch die Menschenmassen mich hindurch schieben, um nach vorne zu kommen. I gave my talk. I wasn't used to being translated yet. Ich war natürlich damals noch nicht gewohnt, dass mich jemand übersetzt. And then we open it up, as we will in a minute, for questions. Und dann haben wir auch Fragen zugelassen, wie wir auch demnächst es hier machen werden. And a young man stood up halfway through the church, and he said, "Father, welcome to Germany." Ein junger Mann stand auf mitten in der Kirche und sagte: "Pater, willkommen in Deutschland." He said, "You probably wonder why so many of us are here today." Wahrscheinlich fragst du dich, warum so viele von uns heute hier sind. He said, "We Germans killed all of our grandfathers in the First World War." Wir Deutschen haben unsere Großväter im Ersten Weltkrieg getötet. Then we killed all of our fathers in the Second World War. Im Zweiten Weltkrieg getötet. And then he spread his arms wide to the whole church and he said, "We are the sons without fathers and without grandfathers." Wir sind die Söhne ohne Väter und Großväter. And it wasn't just that they didn't have them, but the fathers and grandfathers, even if they did have them, didn't know how to love. Sie hatten vielleicht sogar Väter und Großväter, aber diese Väter und Großväter waren nicht in der Lage, wussten nicht, wie man liebt. And of course, it's the same in the United States. Selbe in Amerika. Yeah. We have men, I'm 75 now. Ich bin jetzt 75. We have men 75 who still keep reliving the Second World War. They still wear their uniform.
Es gibt Männer in meinem Alter, die immer noch den Zweiten Weltkrieg nachspielen und ihre Uniform tragen. When I went to Japan, I talk about this in the Falling Upward book. They showed me a ritual that they had for the Japanese men after they came back from the Second World War. Als ich in Japan war, haben sie mir erzählt, dass es ein Ritual gibt, das sie gemacht haben mit Leuten nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn die nach Hause gekommen sind, die Männer nach Hause gekommen sind. Das steht auch im reifen Leben in dem Buch. Each man was sat on a chair in the middle of a room. Jeder Mann wurde auf einen Stuhl gesetzt in der Mitte eines Raumes, eines Zimmers. He was surrounded by all of his father figures, his brothers, his male friends. Alle seine männlichen Freunde, Vaterfiguren, Brüder, seine Freunde, seine männlichen Freunde haben sich um ihn versammelt. And at great length they praised him for saving Japan. Und sie haben kein Ende gefunden, ihn zu loben und zu preisen dafür, dass er Japan gerettet hat. For his service to the Japanese people. Für seinen Dienst am japanischen Volk. And then they said, does anybody have anything more good to say about this man? Und dann haben sie gefragt, hat jemand noch etwas Gutes, was er über diesen Mann sagen kann? Then he would stand up. They would take off his uniform. They say, we don't need you to be a soldier anymore. We need you to be a man. Dann ist er aufgestanden und dann hat man ihm die Uniform abgenommen und hat gesagt, wir brauchen dich nicht mehr als Soldat, wir brauchen dich jetzt als Mann. We have no rituals like that. Solche Rituale gibt es bei uns nicht. So men at my age are still pretending they're soldiers. Männer in seinem Alter tun immer noch so, als seien sie Soldaten. You've learned the four male archetypes, I assume. Many die meisten von euch kennen wahrscheinlich die vier männlichen Archetypen. King, warrior, lover, magician. König, Liebhaber, Krieger und Magier. You need to move into three others. You can't just stay in the Krieger all your life. Du brauchst die drei anderen. Du kannst nicht ein Leben lang nur ein Krieger sein. It's okay to start there, but you vielleicht kann man da anfangen, aber da kann man nicht enden. So, I'm just trying to share with you very briefly some of the key ideas that helped us understand the unique nature of male spirituality. Ich möchte ganz kurz einige der Schlüsselideen euch noch erzählen, die uns geholfen haben, männliche Spiritualität zu verstehen. And forgive me, it's very superficial what I said. Ist jetzt sehr oberflächlich und schnell. And we couldn't go in great depth. Man könnte natürlich das sehr vertiefen. But the best things happen if you can ask me questions. And why don't we try to do that now? Das Beste passiert, wenn man Fragen stellen kann, und das können wir jetzt eigentlich machen. Eigentlich. Eigentlich machen. Okay. Haben wir ein Mikrofon für die, ja, ein Handmikrofon für die Frage, weil wir ja auch diesen Tag und auch die nächsten beiden Vorträge in Nürnberg und München für YouTube aufnehmen, und die kann man dann auch im Internet abrufen. Könnt ihr dann euren Freunden auch erzählen, die nicht kommen konnten. Also bitte immer ins Mikrofon sprechen. Also zuerst einmal fantastisch, danke, dass ich hier sein kann. Thank you for being here. Du hast zuerst gesagt, wir müssen es dir nicht glauben, dass wenn wir etwas erleben und die pure Liebe erleben, dass es dann so ist. You said we don't have to believe you that things happen when you experience pure love. Yes. Und du hast gesagt, man braucht 7 Jahre in einer Ehe, um glücklich zu werden. You said you take 7 years in a marriage to become happy. Okay, yeah. You said 7 years. You need 7 years of marriage to become happy. That's an artificial number. Yeah. Ja. Das ist natürlich eine künstliche Nummer. Und ich muss dir widersprechen. I must contradict. Ich habe 49 Jahre oder 45 Jahre gebraucht, die Frau meines Lebens zu finden. I needed 45 years of my life to find the woman of my life. Und jetzt, nachdem ich sie nicht mehr verändern will von dem ersten Moment an, liebe ich sie, und das ist wunderschön. And from the first moment I did not want to change her, and
And I love her, and that's wonderful. Und es ist schön, aus deinem Mund zu hören und zu erleben, warum das so ist. You must have had some very good modeling from your own parents. Wahrscheinlich gibt es ein gutes Modell, das deine Eltern dir vorgelebt haben. Nein, das Modell war sehr, sehr schlecht. But yet 45 years. Allerdings bin ich sehr tief gefallen mit 30 Jahren die Scheidung und danach 20 Jahre Selbsterfahrung und jetzt ist es geglückt. I had my first divorce and then 20 years of self research and self discovery and then I was mature enough to love. Yeah, to love. Thank you. Of course I agree. Yeah. Okay. Herzlichen Dank. Könnt ihr euren Namen immer noch sagen? Say your name. Rupert Puntigam. Rupert, okay. Austria. Herzlichen Dank für Ihre Ansprache. Was mich interessieren würde, ist, Sie sagen auch oder haben auch geschrieben, dass es wichtig wäre für Jugendliche, für den Übertritt von der Jugend oder Kindheit ins Erwachsenenalter, dass die schon initiiert werden. Wie, in welches Alter wäre da sehr positiv und wie kann man das am besten, könnte das machen? Thanks for your talk. You also said that it has that's been important for young people to be initiated. What age do you think would be a good age for initiation, or maybe say it a little cross-culturally, what was the normal age? Well, historically, it was between 13 and 17. Normalerweise in der Geschichte ist es zwischen 13 und 17 gewesen. Even when Jesus goes to the temple at age 13, he's seeking to be initiated. Als Jesus, even 12, huh? 12. Jesus war früh, he was early mature. He was very mature. Also als Jesus in den Tempel gegangen ist mit 12, hat er eine Art Initiation erlebt und auch gesucht. And that's a very telling story. Because he's going looking for father figures and they have nothing to tell him. Er geht dorthin und sucht Vaterfiguren dort im Tempel, aber die haben ihm nichts zu sagen. So the son teaches the fathers instead of the fathers teaching the son, which is the unnatural order. Der Sohn lehrt die Väter anstatt umgekehrt, das ist unnatürlich eigentlich. But now we grow up much, much slower. Aber heutzutage werden wir viel langsamer reif. Frankly, when we give the rights in the United States, the men who most profit from it usually are between 35 and 50. Die Männer, die heutzutage bei den Initiationsriten am meisten profitieren, sind meistens zwischen 35 und 50. When you knew life was short and you didn't have all the options that you and I have. Wenn du weißt, dass dein Leben kurz ist und kurz war und du nicht so viele Möglichkeiten hattest du vielleicht viele von euch oder ich? You had to ask serious questions much earlier. Musste man früher viel, viel früher ernste Fragen stellen. We can put off the serious questions, frankly, till we have to. Wir können ja die ernsthaften Fragen aufschieben heutzutage, bis es wirklich nicht mehr anders geht. I think our second book in Germany was Das Anagramm. Ja. And it was the same thing there. After we learned the anagram, everybody was teaching it to teenage children. Wir haben dasselbe gemerkt, als wir das Enneagramm geschrieben haben, und viele haben angefangen, ja, das also auch schon Schulkindern beizubringen, das Enneagramm. But it didn't change their life. Aber es hat ihr Leben nicht geändert. It was just a game. It was fun. I'm a 7. I'm a 2. Das ist ein Spiel. Ich bin eine 2. Ich bin eine 7. But you have to have loved and failed and sinned. Man muss geliebt haben und gescheitert sein und man muss gesündigt haben. You have to have made a lot of mistakes. Muss viele Fehler gemacht haben. You can really long for initiation. Bevor man diese Sehnsucht nach Initiation hat. So I hope that's some kind of answer. Ist das eine Antwort? Now, have they developed youth initiation rites in Germany or Austria? Well, in August we will have the first one. First one? Oh. In Germany there is one. In August. We will talk about this later, this afternoon. Oh, good. Yeah. After I'm gone. We will invite people. Good. What city will you do it in? Where is it? Who is this? In Gerolstein in Germany. Yeah. It's well, it's oh, up near to Cologne. 28, you know, 28 is the oldest. Yeah. So from 16, 18 to 28, okay.
Aber wir werden heute Nachmittag noch mehr davon erzählen, ja? Very often, this is like the 12th step of the 12 step programs. You don't fully realize what you've got till you try to give it to somebody else. Die 12 Schritte Programm, das habe ich ja auch, hatte Richard ja auch ein Buch drüber geschrieben, 12 Schritte der Heilung, auch ein komischer Titel im Deutschen. Aber man erst über den 12. Schritt vollzogen hat. Der 12. Schritt heißt, wenn du diesen Prozess durchgemacht hast, dann musst du es weitergeben an jemand anderen. Nur wenn wir diesen 12. Schritt gemacht haben, haben wir wirklich das Programm vollendet. When many of our men come back to conduct the rites for new men, they get the message, some of them for the first time. Ja, viele Männer, die dann sagen, jetzt wollen wir auch anderen diese Initiationsriten weitergeben, dann sagen sie hinterher, jetzt haben wir es eigentlich erst begriffen, als wir versucht haben, es anderen zu vermitteln, worum es geht. Few more. Yes, some more. This is Peter. Hello. Peter. I'm really delighted to be here. I wanted das to muss know. Ich dich ins Deutsche übersetzen, ja? Yeah, okay, ja. Yeah. So also ich freue mich, dass, yeah. dass du hier bist. What I'm interested in is the situation in the United States. If you're concerned that this is a nation in arms, when you're concerned what the president advises to the teachers, so how is initiation going on in the United States? Is it widely spread? What's the situation there? Ist es eine Nation in Waffen? Wie funktioniert Initiation in dieser Situation in Amerika? You know, let me just give a gross example of how dualistic thinking dominates our entire political scene. Ich gebe ein grobes Beispiel dafür, wie dualistisches Denken unsere gesamte politische Szene derzeit beherrscht. And really has the power to destroy us. Und auch die Macht hat, uns zu zerstören. Our president gives America two choices. Amerika wird durch unseren Präsidenten vor eine Wahl gestellt, hat zwei Möglichkeiten. Build a wall. Bau eine Mauer. You'd think after your Berlin Wall we would never do that again. Man glaubt, nach der Mauer von Berlin würde niemand mehr auf die Idee kommen. Or total amnesty. How does that translate? Oder totale Amnestie. Also, dass man alle for all. Yeah, that everybody can come whenever they want, however they want. Dass jeder kommen und gehen kann, wie will. There's no room for creative thinking in between those two extremes. Es gibt zwischen diesen zwei Extremen keinen Raum für kreatives Nachdenken. And so the uneducated American says we can't have total amnesty for those Latin Americans who speak Spanish. Dann sagt also der normale, ungebildete Amerikaner, wir können das ja nicht zulassen, dass die hier totalen Zugang haben, diese ungebildeten, diese spanisch sprechenden Mexikaner. So the answer is to build a wall. Also müssen wir eine Mauer bauen. It defies intelligence. It has nothing to do with any kind of intelligence. Es beleidigt jede Form von Intelligenz. So it is scary, what you said. Es ist wirklich gruselig. I'm not surprised that a man as stupid as Trump could emerge. I'm not surprised. Ich bin nicht überrascht, dass ein Mann, der so dämlich ist wie Trump, plötzlich an der Spitze stehen konnte. But that 40% of America think he's okay. Aber dass immer noch 40% der Amerikaner denken, es ist in Ordnung, was er macht. And so I've said this, I'm not saying it just to you. Don't ever make fun of the Germans and the Austrians. We would do the same thing. Also ich sage immer wieder, macht euch nicht über die Deutschen und die Österreicher lustig, weil wir machen dasselbe. You've heard some of the stuff, I hope, on the scapegoat mechanism. And ich glaube, ihr kennt einiges vielleicht über diesen Sündenbock-Mechanismus. That when we haven't dealt with our own negativity, we will with 100% project it somewhere else. Wenn wir uns mit unserer eigenen Schatten, mit unserem eigenen Dunkeln, mit unserer Negativität nicht auseinandergesetzt haben, mit unserem eigenen, werden wir es zu 100% auf irgendjemand anders projizieren.
So we call this shadow work, the dealing with your own dark side. Wir nennen das Schattenarbeit, nämlich die Auseinandersetzung mit der eigenen dunklen Seite. And we all have it. Und wir alle haben sie. But again, to get back to our earlier theme, when we just called it sin, God doesn't like you when you do this, don't do this. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir das einfach Sünde nennen und sozusagen den Eindruck erwecken, Gott mag dich nicht, wenn du sowas machst. When I was a little Catholic boy, my goal was just to get rid of my sin, not to learn from it. Als ich ein kleiner Junge war, war mein einziges spirituelles Ziel, meine Sünde loszuwerden und nicht aus meiner Sünde zu lernen, sozusagen. When we speak of shadow work, we talk about learning from your mistakes, not just getting rid of them. Schattenarbeit heißt, aus deinen Fehlern zu lernen und nicht einfach sie loswerden zu wollen. But America is not a country that knows how to deal with its own shadow side. Aber Amerika ist kein Land, das sich auskennt, wie man mit der eigenen Schattenseite sich auseinandersetzt. That's true, of course, for our country. All countries, yeah. But we've had a 200-year history largely filled with kinds of success. Wir hatten 200 Jahre Geschichte in Amerika mit einer Art von Erfolg. And so there's no teaching on falling upward. Es gibt keine Lehre über das Fallen und schon gar nicht über das nach oben Fallen. It's all about success. Es geht immer um Erfolg, um nach oben steigen. I win, therefore I am. Ich gewinne, deswegen bin ich. Winner takes it all. Right? Winner takes it all. Yeah. Der Gewinner kriegt alles. Our remaining philosophy in America is winning. Gewinnen ist unsere einzige und übrig gebliebene Philosophie in Amerika. Telling total lies allows you to win, it's okay to lie. Und wenn totale Lügen, die du verbreitest, dazu beitragen, dass du gewinnst, dann ist es auch in Ordnung zu lügen. This undercuts civilization. Das zerstört jede Zivilisation. I don't know how you can have an enduring civilization. So I don't know what our future is, really. Ich weiß nicht, wieso eine Zivilisation überleben soll. Ich habe keine Ahnung, wie unsere Zukunft aussehen wird. That's probably more of an answer than you wanted, but vielleicht ist es mehr eine Antwort, als du gewollt hast. Go ahead. Oh, I didn't answer that, did I? Gino, how many regions of the United States are there? Es gibt, as Richard said, the grief that we all have from our grandfathers and fathers was astounding. So if you haven't done your men's rites of passage, you must. He's our number one apostle. He has to translate for you. I must translate. Also es war jetzt erst im Mai wieder 180 Männer in Ghost Ranch. Das ist eines der vielen Orte in Amerika, wo diese Retreats durchgeführt werden, und allein die Trauer, die bei solchen Initiationsriten ans Licht kommt, zeigt, dass wenn wir nicht damit uns auseinandersetzen, wir haben keine Chance. Du musst, jedermann muss das machen, sagt er, du musst dich damit auseinandersetzen, sonst hast du keine Zukunft. Also diese Trauer vor allem, die ungetrauerte Trauer, die ungeweinten Tränen. One statistic that might explain a bit for some of you. 82% of white Protestants voted for Trump. I know. 82, only 60% of the Catholics. 52. Oh, okay, less, at least. Also 82% der weißen Protestanten in Amerika haben Trump gewählt, nur 52% der Katholiken. But my real point isn't Catholic Protestant. It's no. No. My real point is that it was white. Es waren weiße. But brown and black Protestants, brown and black and yellow Catholics voted very differently. Aber braune und schwarze und gelbe Protestanten und Katholiken haben ganz anders. Which says the real point, that it isn't your religion, it's the perspective
by which you read society. Das heißt, es geht überhaupt nicht um Religion, sondern es geht um die Perspektive, mit der du die Gesellschaft liest. And people of color who've been marginalized by the American system. Und farbige Menschen, die durch das amerikanische System an den Rand gedrängt worden sind, marginalisiert worden sind, they see right through Trump. Die durchschauen Trump natürlich. But if your whole life agenda has been success, you can't see how superficial Trump is. You know why? Because you're equally superficial. Wenn deine ganze Lebensagenda darin bestanden ist, Erfolg zu haben, dann wirst du nicht sehen, wie oberflächlich Trump ist, weil du selber so oberflächlich bist. Oberflächlich, isn't that where you're oberflächlich, superficial. Oh, that's superficial. Oberflächen. Oberfläche. Ober ist over. Over the surface. Over the surface. Over the surface. Superficial. It's the same word. You have such good words in German. Ja, Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. When we Gender first traffic. Heard your word for sexual intercourse, we just love it. Okay, next question. Yeah, next question. My name is John, and I'm from the U.S. I'm from Kansas. Also aus Kansas, ja, wo Richard auch herkommt. And I have a sort of a theological overview question. Just I want to make sure that I understand. Eine theologische allgemeine Frage, um alles zu verstehen. The idea of falling upward and the concept of falling upward, I assume, is related to the concept you also use in your great themes of Paul lectures of the Pauline parabola down and the pattern of death and resurrection. I'm assuming, and that's the pattern of reality. Of reality. Scientists know that better than clergy. Yes, and I've absorbed all of that, and I'm still in the Genesis 3 trying to solve the problem, but I think I've solved it, and I want you to tell me if I have, that the... Let him translate. Cannot grasp everything. So, die theologische Frage ist, ob das, dieses falling upward, ob das etwas mit diesem, was Richard auch in seinem Buch über Paulus geschrieben hat, und mit der paulinischen Theologie, dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung, ob das nicht dasselbe ist, und er merkt selber, wie er immer wieder in diesem Genesis 3 hängt, in diesem Problem lösen. Go ahead. So the final piece that I'm still struggling with as a problem is, by the way, I think you also call that the Paschal Mystery, right? Yeah, that's Pascal, and that's the Catholic, Ostergeheimnis. That's the traditionalist term. Yeah. And I will say it this way. I have struggled, and I assume that the Paschal Mystery is really just a mystery. In terms of what God was counterintuitive. What God was trying to do, that we should not try to understand that more of just rather than we should just understand that it's a mystery. Je älter ich werde, desto mehr begreife ich, dass es ein Mysterium, ein Geheimnis ist, dass es eben nicht, dass wir es nicht verstehen können, dass es, wie Richard sagt, anti-intuitiv ist. Es widerspricht unserer Intuition. Es leuchtet nicht ein. When we say mystery, we mean you can only understand it by doing it, not by thinking about it. Also Geheimnis bedeutet, man kann ein Geheimnis nur verstehen, indem man es durchläuft, indem man es tut, nicht indem man drüber nachdenkt. But English speakers, German speakers, French speakers, we want to understand it first. Wir möchten Spanish aber too, die Deutschen, Franzosen, englischen Sprachraum, auch sogar die Spanier, wollen es zuerst verstehen. Yeah, first understand. Hier. Next one is over there. Ah, hier erst und dann drüben. Ja. Oh God, Michael Joseph. We have time to half. Ich hätte zwei Fragen. Die eine Frage ist, Richard, also ich habe mal gehört, dass es in der Exegese Theorien gibt, dass die Erklärung für die Jungfräulichkeit Mariens vielleicht auch ganz banal ist, nämlich dass Christus einen römischen Soldaten zum Vater hatte und den nicht kannte, also als vaterloser Sohn aufwuchs. Nazis haben das vor allem verbreitet, ja. Ob Richard das kennt und ob er glaubt, dass da vielleicht eine spezielle Botschaft für uns drinsteckt, ist die eine Frage. Willst du das übersetzen? Ja, 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 ja. Also there is a theory about the virgin birth, and one theory is of course that Jesus had a Roman soldier as a father, and therefore
then people said there was a version, especially the Nazis liked that, because again, really? Some Aryan stuff in Jesus. Ich habe den Eindruck, da könnte durchaus was Wertvolles für uns drinstecken, wenn das so wäre. Is there something? Oh yeah. Is there something valuable in this theory? For us, yeah. I mean, I might not understand it, but it seems like a dead end. Who cares? Ist mir, also ich empfinde das als eine Sackgasse, ja? Also wen interessiert das eigentlich? Was soll das? Maybe we have some explanation. And there's more, I'm sure, yeah. Mich interessiert es sehr, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen. Du bist ohne Vater? Ohne Vater aufgewachsen und das interessiert mich sehr. It's very interesting sehr. For me because I have grown up without a father. And so the idea of Jesus having a soldier father, or what? What's no, the Jesus grew up without having a father, yeah. And therefore I feel even more oh, connected I see to him. Your point. Okay. Oh, no, okay. That's helpful. Gotcha. Ja, Jesus hatte keinen Vater und das, was bedeutet das für Jesus, dass er ohne Vater aufgewachsen ist, ohne irdischen Vater? Yeah, oder gibt es nicht, also gerade in unserer Männerarbeit, wo wir uns an Christus orientieren und das ihn tiefer zu verstehen versuchen, ist es nicht wertvoll, diesen Aspekt zu berücksichtigen? Isn't it worth, you know, reflecting this aspect in our men's work? What about these boys without fathers? Yeah. Oh, you've heard me talk about the father wound. Ich rede ja gerne über die Vaterwunde. And father hunger. Den Vaterhunger. I'm convinced it's the most universal wound on this earth. Ich glaube, das ist die universalste Wunde auf dieser Erde. Even if your father didn't die in the war or was an alcoholic. Selbst wenn der Vater nicht im Krieg gefallen ist oder Alkoholiker war. The male didn't learn how to pass on intimacy, friendship, tenderness, touch. Männer haben selten, sehr selten gelernt oder nie gelernt, Zärtlichkeit, Liebe, Intimität weiterzugeben an die Söhne. So it's more just the emotionally unavailable father. He's there, but he's not there. He might as well not be there. Der Vater, der zwar da ist, aber emotional eben nicht zugänglich ist. So many men who become sexualized very early can only associate love with women, if they're heterosexual, of course. Viele Männer, die früh sexualisiert werden, können Sexualität nur mit, oder überhaupt Liebe nur mit Frauen in Verbindung bringen, insofern sie heterosexuell sind. So the very idea of loving their son, if they're undeveloped emotionally, and a lot of them are, they don't know how to do that. Die Idee, den Sohn zu lieben, das ist für viele Väter, die selber emotional unterentwickelt sind, sie wissen einfach nicht, wie man das macht. And that's why we have to let the meaning of love be something much bigger than sex. Und natürlich ist die Bedeutung von Liebe viel, viel größer als Sex. Ja. Yeah. But thank you. Now at least I understand. Ja, jetzt hat er verstanden. Und so, gibt es Fragen dazu? Die zweite Frage wäre gewesen, da wir gerade über Trump und den Lauf der Welt gesprochen haben, ob Richard Parallelen zur Offenbarung sieht. Im momentanen Zeitgeschehen. Trump, talking about Trump, do you see any connection with the revelation, what's written in the last book of the Bible, between what's happening with Trump and the revelation no. Book of the Bible? No. But, you know... Ich sehe da keine Verbindung. The book of Revelation is the one book I wish were not in the Bible. Just like Luther did. Did Luther? Yeah, he said, I would like to kick it out. Also das Buch Offenbarung ist das einzige Buch der Bibel, von dem ich mir manchmal wünsche, dass es nicht in der Bibel wäre. It's archetypal language that is so subject to misunderstanding. Es ist eine archetypische Sprechweise, die aber derartig in Gefahr steht,
interpretiert und missverstanden zu werden. You know what Luther said about what, the offering? What did Luther say? This is the revelation of John is the bag of all sectarians. The bag. Sectarians. All sectarians. This is the aller Gaukler und Rottenmeister Madensack ist die Offenbarung. Weil jeder was rausholt, was... Because you project all your things. Yeah, that's what I tried to say. Very good. See, yeah. I agree with Luther. Yes. Want to become a Lutheran? I was just reported to a Catholic bishop because I said Luther was good. Ah, okay. Ich bin gerade angeklagt worden bei einem katholischen Bischof, weil ich gesagt habe, Luther hat recht. You know, the bigger problem with Trump is... if you want to psychoanalyze the whole thing, his father was a bully. Do you have a translation for bully? Also, wenn man den Trump analysieren will, muss man erstmal sich klar machen psychologisch, dass sein Vater also ein Herumstoßer war. And an alcoholic. Und Alkoholiker. And Michael Pence, the vice president, exactly the same. Und dasselbe stimmt für den Vizepräsidenten. They like being led by bullies. Sie mögen geführt werden von solchen bulligen Typen, die eben andere rumstoßen und dominieren. The way you understand relationship is the way you understand relationship. So wie man Beziehung versteht, so versteht man Beziehung. And people who are raised in an authoritarian way, they sort of feel comfortable with that. Leute, as sick as it might be. Leute, die autoritär aufgewachsen sind, erzogen worden sind, mögen das dann irgendwie, so krank das auch klingt oder ist. Few more. Da hier drüben, there were some questions. We're ignoring them. Okay, here's one. So, Richard. Mir sind zwei Sachen aufgefallen und habe eine Frage dazu. Zum einen, du hast... und sehr gut dahin geführt, warum wir als Männer oder als dualistisch denkende Westler oder als, ja, warum wir Initiation brauchen. You have led us to the question why we need initiation as men or as Western people in the dualistic way. Dualistic. Und was uns daran gut tut, uns auf einen spirituellen Weg zu begeben. What's good about being on a spiritual path. Was ich mir wünsche ist, als initiierter Mann ein paar Hinweise dran, wie kann ich mein wahres Ich im späteren Leben üben, präsent zu sein? Frage 1. Und sie kommt, glaube ich, auch, geht auch überein mit dem zweiten. Being an initiated man myself, I ask myself, how can I implant that somehow in my later life, right? After initiation, how can I live in that reality. Was mir gerade aufgefallen ist, und ich bin mir nicht sicher, ob es in der Übersetzung vom Andreas lag, als dualistischer Protestant, Spaß beiseite, dass du von unseren Fehlern gesprochen hast, also über Schattenarbeit gesprochen hast. You talked about shadow and mistakes, and he's afraid this was my dualistic Protestant tradition. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe gefühlt, Moment, ich bin der Dornbusch, der brennt, ich habe keine Fehler, ich brenne. Mistakes, he thought. I'm the Dornbusch. Die Sache ist, wer nicht die bessere Ausdrucksweise anschauen, reingehen, durchgehen, annehmen, als das unser westliches Wort zu lernen, habe ich schon wieder so eine scheiß Aufgabe. German, the Western word of learning. Wouldn't it be better to say to go in, to observe what's happening, to witness what's happening, and because, instead of using words like mistake or and learning yeah. and so on. Meine Ängste, meine was auch immer, die gehören zu mir. My fears that are part of me. Und eigentlich hast du gesagt, loswerden wollen ist shit. And in a way you also said, well, you also said that trying to get rid of all this is also shit. Ich kann sie nicht überwinden. Ich kann sie nur really anschauen. I cannot overcome things, but I just can observe them in a way. Wäre schön, wenn du zu diesen zwei Aspekten noch was sagen könntest. Ja.
I'm going to use two words that I use a lot in English. I hope they translate. Transactional and transformational. Also transaktional und transformativ, ja. The religion most of us were raised in till really the last 30 years or so. Die Religion, mit der die meisten von uns aufgewachsen sind, bis vor 30 Jahren mindestens, was transactional. War transaktional. Yeah. So, if you were Catholic, you just baptism, confirmation, first communion, married in a Catholic church. Four good transactions. Es gibt also so Transaktionen, die dich katholisch machen, nämlich getauft werden, gefirmt werden, in einer katholischen Kirche zu heiraten. What was the first one? Married in a Catholic church, confirmation. Ja, Konfirmation, klar. Ja, also Firmung. If you were Protestant, it was finding some select Bible quotes that you could. Protestantismus bedeutete, du findest ein paar ausgewählte Bibelsprüche. That's transactional religion. It doesn't have to do with growing people up. It really doesn't. Hat nichts damit zu tun mit Wachstum von Menschen. Nichts muss innen sich verändern. You just have to do the transaction right. Du musst nur das, die geforderten Aktionen, Transaktionen auf die richtige Weise durchführen. This keeps us very egocentric. Das schafft Egozentrik. So what you're talking about is transformational religion, where I learn, transformation is a dynamic notion, over time notion, not a static one moment. I went to mass. Also transformativ ist etwas, was Zeit braucht. Das ist ein Prozess, nicht etwas Momentanes. Ich bin in die Kirche gegangen. Yeah. And that we can't blame that entirely on Christianity. It's the evolution of human consciousness. Es ist nicht nur eine Schuld des Christentums, sondern es hat auch etwas mit der Bewusstseinsentwicklung, also mit der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins zu tun, in einem bestimmten Stadium. I guess I should be saying this in the home of Sigmund Freud. Huh? Isn't he from Vienna? Ja. Man sollte es ja in der Heimatstadt von Sigmund Freud vielleicht auch sagen. Whatever you think of Sigmund Freud, he did say there's inner motivations that really change the nature of what's happening. Sigmund Freud, was immer man von ihm hält, hat gesagt, es gibt innere Motivationen, die die Gestalt dessen, was geschieht, nachhaltig verändern. So we have a much more dynamic, growth-oriented notion of the human person. Wir haben seitdem eine viel dynamischere, wachstumsorientierte Auffassung der menschlichen Person. It's not about transaction, it's about journey. Nicht Transaktion, sondern eine Reise, ein Weg, ein Prozess. And frankly, your mistakes teach you much more than your successes. Und die Fehler lehren dich viel mehr als die Erfolge. Sin, if I can use that word, is its own punishment and goodness is its own reward. Die Sünde ist ihre eigene Strafe, die liegt in ihr selbst, und Güte ist auch ihre eigene Belohnung. Das ist intrinsisch, liegt in ihr selbst. We're not punished for our sins, wir werden nicht für unsere Sünden bestraft, wie wir Katholiken gedacht haben. We're punished by wir werden bestraft durch unsere Sünden. And you know, again, I have to go back to the 12-step program. I think they made this very clear. In den 12 Schritten der anonymen Alkoholiker und anderer addiktiven Menschen ist es sehr klar ausgedrückt in den 12 Schritten. Yeah. Maybe say what you mean by that. Which in the 12 steps, what do you mean by that? Oh, well, you might not all be familiar with it, but the first step is to admit that you're powerless. Der erste Schritt bei den 12 Schritten der Zwölf-Schritte-Bewegung ist zuzugeben, dass du machtlos bist. To share with one other human being is a later step, the exact nature of what you're doing. To be honest with one person. Und auf einer späteren Stufe bedeutet es, dass du wenigstens mit einem anderen Menschen, mit einem Mitmenschen teilst, ehrlich mitteilst, was du eigentlich machst.
these people just keep growing. Diese Menschen wachsen. They're not perfect, but they're real. Sie sind nicht perfekt, aber sie sind echt. And my, I've been a priest 48 years, and I just find so many religious people aren't real with themselves. 40 Jahren Priester, ich finde nicht sehr viele religiöse Menschen, die echt sind, die ehrlich sind mit sich selbst. Because they've got a religious answer before they walk the journey. Sie haben eine religiöse Antwort, bevor sie überhaupt den Weg gegangen sind, die Reise gemacht haben. So they don't have to walk the journey. I've got my religious answer. Ich habe meine religiöse Antwort, also muss ich gar keine Reise machen. It's kept a lot of people very immature. Und das hat viele Menschen äußerst unreif gehalten. Religion is either the best thing in the world or it's the worst. Die Religion ist entweder das Beste in der Welt oder das Schlechteste. And I think it's the worst for more than it's. Ich glaube sogar, für, es ist für mehr Menschen das Schlechteste als das Beste. Few more. Hi, mein Name ist Axel. Auf Deutsch. Meine Frage schließt sich in gewisser Weise an. Ich bin vor 5 Jahren initiiert worden und offensichtlich war ich vorher noch nicht so weit. Axel has been initiated 5 years ago and he believes that before he probably was not at the point to do that. And obviously I'm grateful for many men who have accompanied my journey. Ich bin sehr dankbar für viele Männer, die meine Reise begleitet haben. And still I wonder, for me it's like I'm a 9. By Enneagram, yeah. I didn't know my favorite Enneagram number. Sorry for that. And my question is how to stay focused, how to keep my edges sharp, because it feels like, oh, many men, wonderful, it's so convenient, but then it's like losing focus again. I love to be, also, ich liebe es, in einer Gruppe von vielen Menschen, seinen Männern zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, aber meine Frage ist, wie behalte ich den Fokus? Wie bleiben meine Klingen scharf? You use the perfect word, of course. Focus. A 9 spends his whole life, his whole day, his whole hour trying to find what's my focus. 9er versuchen ein ganzes Leben lang und jeden Tag einen Fokus zu finden. And they never fully find it. Und finden ihn nie wirklich. That's what makes them more likable, frankly, because they're not so definitive. Deswegen the way we ones are. Sind sie sehr liebenswert in gewisser Weise, weil sie halt nicht so definitiv sind und nicht so so klar. So weicher no, it's your worst fault, but it's your greatest gift. Es ist gleichzeitig dein größter Fehler oder Mangel und gleichzeitig auch deine größte Gabe. Are you married? It probably drives your wife crazy. Sometimes. Manchmal, I'm married. Oh, did you? Wonderful people both. But it's also okay. What keeps you peaceful. You're a lot more peaceful than the rest of us are. Aber nature, yes, also, nines love nature. Es lässt dich auch friedfertiger sein und friedvoller sein das, als andere Menschen. Und die Natur, sagt er, die Natur ist für ihn das, was ihm Frieden schenkt. However, to give something back, you gave an idea. Did I? Als du gerade gesagt hast, du musst es weitergeben, das war für mich gerade ein ganz wichtiger Punkt in deiner Rede, weil ich habe plötzlich gemerkt, ja, ich muss dieses Feuer weitertragen. Wow. Ich muss selber ein Lehrer werden. You know, you're reminded, the first time I taught the Enneagram, it was somewhere in Western Austria. These Austrian people concluded that Austria is a 9 country. Als ich zum ersten Mal in Westösterreich das Enneagramm gelehrt habe, haben die Leute dort behauptet, Österreich sei ein 9er-Land. And this is the way they explain it. They said, when we're playing soccer and we're just about to beat the Germans, we lose heart. We can't imagine it. And we give up and lose in the last 5 minutes. That's a 9 pattern. Also sie sagen, wenn wir Fußball spielen und versuchen, die Deutschen zu schlagen, in den letzten 5 Minuten verlässt uns der Mut.
und dann verlieren wir trotzdem. But they have won over Germany. Did you? They did, the Austrians, yeah, yeah. Oh, not many times, but they have. Good. Your dear cousins. He's German. Yes, over here. Ich habe eine Frage bezüglich der Entwicklung des Mannes im Laufe des Lebens. A question about the development of man during their life. Vor 20, 25 Jahren hast du ihm erzählt, sozusagen vom Krieger bis zum König. 25 years ago you were talking about the path from the warrior to the king. Und mich würde interessieren, wie du das jetzt siehst, rückblickend insbesondere von 50 Jahren bis zu 75 Jahren. Do you still see it that way? How do you now think about these things between the last, now ever since you have been 50, between 50 and 75? Has anything changed in your observation? In terms of the archetypes, the four archetypes? Yeah. Well, I mean, this sounds like an obvious answer, but the more you can dip into all four, that's maturity. Je mehr man in alle vier Archetypen, zu allen vier Archetypen einen Kontakt und Zugang hat, desto besser. You're not just a warrior, you're not just a king. Du bist nicht nur Krieger, du bist nicht nur König. You're a man, and you can be a wise man, you can be a lover man. Du bist ein Mann, du kannst ein weiser Mann sein, du kannst ein liebevoller Mann sein. It normally takes, I'd still say that the same, till your 50s at the earliest. To step into all four energies. Aber erst frühestens mit 50 bist du in der Lage, alle vier Energien wirklich in dir zu entfalten oder mit ihnen wirklich in echten Kontakt zu kommen. To trust all four parts of the male soul. Dass du allen vier Teilen der männlichen Seele vertraust. I think I said that 25 years ago. Ich glaube, das habe ich vor 25 Jahren gesagt. So maybe I haven't grown in my understanding. I don't know. Vielleicht bin ich auch nicht gewachsen in meinem Verständnis der Dinge. One or two more. Whatever you think. Yeah, yeah. Two more and then it's lunch. Two and then lunch. Yes. Hi, Richard. My name is Vincent. I'm from New York originally. You sound like us. Yeah. Somehow, yeah. From French Canadian parents. I've been living in Germany for 40 years and Luxembourg and Vincent kommt aus den USA, aus New York, aber hat französisch-kanadische Eltern und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Ja. Und jetzt now I live in Zurich in Switzerland. Jetzt in Switzerland, in der Schweiz so, inzwischen. So I'm saying this because my question is based on the situation now with migration in Europe, especially in Germany, but also I'm sure in Austria. If you could spend a few words on that. No. On what? Immigration. Flüchtlinge. Ah, okay. Es geht um, ich habe sehr viele Fragen über das, zum Thema Immigration, auch in Deutschland, Österreich und so weiter. Das ist ja ein großes Thema. Besonders in Bezug auf the vor allem im Blick auf die Männerinitiation, die Männerpassageriten, gibt es da einen Zusammenhang? Well, of course, who am I to speak of politics in another country? I barely understand American. Wer bin ich, dass ich in einem anderen Land über Politik spreche? Ich verstehe Amerika gar nicht. Oder kann. Our wonderful Pope Francis, he believes immigration is the moral issue of our time. The number one moral issue. Papst Franziskus glaubt, Migration ist die vorrangige moralische Frage unserer Zeit. And I can only repeat the frame I gave you before. Don't let anybody frame it in terms of build a wall or total amnesty. Und lass nicht zu, dass irgendjemand diese falsche Alternative aufstellt, entweder eine Mauer bauen oder die Grenzen total zu öffnen für jeden. But that takes spiritually intelligent people to recognize there's 55 options between build a wall and total amnesty. Man braucht
intelligente, auch spirituell intelligente Leute, es gibt mindestens 55 intelligente Optionen zwischen Mauerbau und totale Öffnung. What so saddens me is that Christians in our country are almost the worst. Was ich schlimm finde, ist, dass in meinem Land die Christen in dieser Beziehung fast die schlimmsten sind. Because they will find a scripture quote, I don't know where, to justify it. Sie finden immer irgendeinen Bibelspruch, wo sie alles rechtfertigen können mit. You see, when you have God on your side, you can avoid being very selfish and not looking selfish. Wenn man Gott auf seiner Seite hat oder das meint, dann kann man sehr egoistisch sein, ohne egoistisch auszuschauen. So whatever you guys can do to fill in that wide space between the two false alternatives. Wenn ihr irgendetwas tun könnt, um diesen Raum zwischen diesen beiden falschen Alternativen zu füllen, I think that's your job. Das ist die Aufgabe, die ihr habt. And those people are rarer than I thought. Und es gibt sehr, sehr wenig. Die sind viel seltener, solche Leute, als ich gedacht hätte. Go ahead, you wanted to say something else. Sir. Men who are immigrants in Germany. Oh, yes. Explosive. Try to deal with it on the small local level of one little shop on one little corner in Innsbruck. You know what I mean? Don't take on the whole system. It's too overwhelming. Das ganze System ist zu groß. Nimm an einer kleinen Ecke in Innsbruck. Fang an, ja. May I tell something? Anything, you sure? I'd say English first. Okay. I myself have three immigrant friends from Kurdish. Two of them had to flee because they became Christians and because their family wanted to kill them for that. But it still doesn't make it easier for them to be accepted in our society, because now they start to say, they just got baptized, so they had an easier way to get in. I mean, this is bullshit, you know? They were really, I mean, one started to have dreams of Jesus when he was 7, and finally he decided to and he got baptized in America, and the stupid congregation put it on film and on Facebook, and so his family found out. So, anyway, but the main thing is, for me, in a way, these people have, they are young, they are in their 20s, but they have been initiated by that whole experience in many ways. But yes, now they are traumatized as well. And their initiation is not another rite of passage. Yeah, that's they right. have that. That's but right. they need people to go with them and to help them to transform and to reconcile and to overcome that that trauma. Also ich habe drei Freunde, zwei sind Kurden aus Irak, die eben geflohen sind, weil sie beide Christen geworden sind. Der eine erst danach, den einen habe ich getauft sogar. Aber das nützt auch nichts. Der eine, der ist vom Tod bedroht durch seine Familie, aber die Behörden sagen, naja, das hat er sich ausgedacht, damit er hier leichter einen Status kriegt. Die würden auch Leute zurücksenden, die in den Tod geschickt werden, ja. Er ist erstens schwul und zweitens Christ. Das ist ein doppelter Grund, und es reicht immer noch nicht, um ihn anzuerkennen. Und das ist nicht erfunden. Ich kenne ihn seit 3 Jahren. Und so geht es vielen inzwischen. Aber für mich ist das die Erfahrung, die ich mit diesen jungen Männern mache, die gehen auch sehr unterschiedlich um mit ihrer Traumatisierung, die sie alle haben. Der eine ist ganz resilient und der andere ist völlig depressiv. Der ist selbstmordgefährdet. Aber die Erfahrung ist, die haben ihre Initiation auf diesem Boden, wo sie fast ersoffen wären und so weiter, das haben die alles hinter sich. Jetzt brauchen sie Begleitung, und das geht nur one by one, und wir haben nicht genug Psychotherapeuten für das. Sie brauchen Menschen, die mit ihnen diesen Weg gehen, die ihnen zuhören, die ihre Freunde sind und die sie reinholen ins Leben. Und wenn jeder von uns einen oder zwei Flüchtlinge persönlich bekennt,
Freund, ein Freund wird, if every one of us is just one refugee one or one family, one friend, family. No more. That's good. And really go with them, then yeah. There would be no problem at yeah. all. You know, we would not. We have not so many. But wir müssen nicht das ganze Problem lösen. Aber ich sag, die Wahrheit ist konkret. And the Jew says, who saves one person saves the whole world. Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Also findet diesen einen Menschen, der euch ans Herz gelegt wird. Find this one person that you take responsibility for. And this is not too much. That's perfect. Thank you. We brought our Mexican immigrant friend, Elias, stand up. Elias walked across the Rio Grande with... we got him legal by against all odds. Yeah. Thank you. Thank you all. We'll be no human after being lunch. Is illegal, by the way. No human being is illegal. That's yeah. right. Last question. Yeah. Oh, yes. My name is George. Hello, Richard. George, I'm glad to see you. Yes. You were a young boy when yes, I first Yes, I was came. A young boy. Du warst ein junger Knabe, and now I'm a grandfather, but I won't speak in German because Andreas yeah. is a wonderful translator. Jetzt ist Großvater, er spricht jetzt sowieso Deutsch. Ja, yeah, also ich bin vor 20 Jahren genau im Sommer mit Andreas zusammen im Felbertal initiiert worden. 20 years ago we together were initiated in Felbertal. Felbertal. Ja. Yeah. Yeah. Und ich sage heute noch immer Danke, für, dass du Österreich, in Österreich überhaupt diese erste deutschsprachige Initiation hergebracht hast. Thank you that the first initiation in a German-speaking country was in Austria. It was Austria, yeah. Salzburg, yeah. right? What year was that, Felbertal? In Salzburg, also... In welchem Jahr? 1998. I have some picture there you can 1998. Yeah. Okay. Also 98 und ja, ja. 6 und 2 Jahre früher war Tanzenberg, das war ein Tanzenberg. They all got drunk. We took over a whole castle. Yeah. Aber was ich sagen will, 20 Jahre Reise, Journey, als initiierter Mann. As an initiated man. Und es ist toll, jetzt haben wir die 7. Initiation in Österreich gehabt. Now we had the 7th initiation in Austria. 7. Ja. Und es waren 2 mit Richard Rohr und 5 ohne Richard Rohr. 2 with Richard Rohr and 5 without. Und als Elders kann ich nur sagen, es ist wirklich dieselbe Energie, es ist genau dasselbe Spirit, es ist das, was du uns gebracht hast, das elder, lebt. It's still the same energy, it's the same power, the same magic, just what you brought, have brought to us still works. Wow. Ja. Aber meine Frage war eigentlich, vielleicht hat sie Andreas jetzt beantwortet. Meine Frage, ich bin hängen geblieben bei diesem Abwenden der 23-jährigen jungen Leute vom Christentum, wo ich mir denke, okay. My question was about these 23-year-old young people that turn away from Christianity. Warum ist in diesem spirituellen Bauchladen das Christentum so unattraktiv? Why has Christianity become so unattractive in this big store of spiritual and religious, you know, Und meine Frage ist, what makes Christianity attractive again? What could make Christianity attractive again? But Andreas just gave the answer. Andreas just gave the answer. Was könnte das Christentum wieder attraktiv machen? With the refugees, also mit den Flüchtlingen, hast du eigentlich schon die Antwort. Wenn jeder von uns wirklich sich um ein Paar kümmert, das ist das Attraktive. Und ich glaube, das ist Soziale, ja, was das Christentum... If each of us takes responsibility just for a few people or just for one person, this would be a very powerful... Yeah. Aber trotzdem bin ich neugierig auf die Antwort von Bridget. Yeah, you know, I think the single, we have to stop being an exclusionary religion. Wir müssen aufhören, eine exklusive Religion zu sein. The way most millennials, do you speak of millennials? Yeah. Younger people in general. They see Christianity as defining itself by who is not welcome. Die jungen Leute, die um die Jahrtausendwende geboren worden sind, sehen oder nehmen das Christentum als eine Gruppe von Menschen dar,
die definieren, wer nicht willkommen ist. Why would you want to join a group that's always looking for who does not belong here? Warum sollte man einer Gruppe beitreten, die immer die Frage stellt, wer gehört hier nicht her? But that's what the dualistic mind does. It starts with excluding the problem instead of including the problem. Es ist dualistisch. Dualistisch heißt immer, dass du das Problem ausstößt, exkommunizierst sozusagen, anstatt es reinzuholen. The book I've just finished, it won't come out till March, is on the universal Christ. Maybe I can talk about it a little this afternoon. Ich schreibe gerade ein Buch über den universalen Christus, über den kosmischen Christus. Whereas the notion of Christ we were given was not universal, it was ethnic. Wir haben keinen kosmischen und keinen universalen Christus kennengelernt, als wir jung waren, sondern wir haben einen Stammeschristus kennengelernt. It was white, it was European, it was success oriented. It had erfolgsorientiert, er hatte nichts. Almost nothing to do with Jesus. Hat mit Jesus eigentlich fast nichts zu tun gehabt. Yeah.